So, Freunde, wir sind jetzt hier schon mitten im Geschehen. Ich habe schon gesehen, da vorne am Spaßartikelladen, da hat sich eine Bank eröffnet und alle Villager im ganzen Dorf sind wohl super sauer, weil keiner mehr von ihnen das Geld bekommt. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber deswegen bin ich live vor Ort, um jetzt mehr davon zu erfahren. Und ich sehe, einige Villager sind genervt, einige sind schockiert und da vorne war sogar jemand am Weinen. Aber ich würde sagen, wir fragen einfach mal selbst nach, was das Ganze auf sich hat. Hey, Villager, was geht denn hier ab? Warum bist du so sauer? Warum ich sauer bin, möchtest du wissen? Das liegt daran, weil die Bank mir mein Geld nicht mehr geben möchte. Ich will mein Geld haben. Ich habe alles, was ich hatte, auf dieser Bank eingezahlt. Und jetzt sagen sie, sie haben kein Geld mehr. Wollen sie mich eigentlich veräppeln? Was? Die haben einfach dein ganzes Geld weggenommen? Oh mein Gott. Was? Oh nein, und was ist mit diesem weinenden Villager passiert? Freunde, ich muss denen auf jeden Fall helfen. Also wenn ihr möchtet, dass ich diesen Villagern helfe, lasst jetzt nochmal schnell einen Like da. Abonniert diesen Kanal, um keine Abenteurer mehr zu verpassen. Denn ich möchte nicht, dass weitere Villager hier weinen. Was ist denn los, Villager? Wie kann ich dir denn helfen? Ja, heute Morgen, da sind sie einfach an mein Haus gekommen und meinten, dass mein Geld alles weg ist. Kein Villager kommt mehr an Geld, aber ich habe doch Familie. Ich habe Baby-Villager. Wie soll ich die ernähren, wenn ich nicht mehr an meinen Geist komme? Ey, verstehe ich total. Was haben die denn für einen Knall, Mann? Mach dir keine Sorgen. Ich werd mich drum kümmern, dass du dein Geld wiederbekommst und ihr alle anderen auch. Habt ihr gehört? Ja, danke dir, Pat. Bitte hilf uns. Okay, ich kümmere mich jetzt mal darum. Was kann doch nicht wahr sein? Okay, also anscheinend kann man aber noch in die Bank reingehen. Also das scheint hier auch wirklich kein Problem zu sein. Okay. Also hier scheinen auch Polizisten zu sein, die alles bewachen. Hier ein Eisengolem, der auch was bewacht. Aber hier, Geldautomaten sind alle leer, oder was? Ja, die sind wirklich leer, die Geldautomaten. Da ist kein einziger Pfennig mehr drin. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Gebt doch den Leuten ihr Geld zurück. Habt ihr denn einen Knall? Hä? Wie sehen wir denn aus? Sehen wir aus wie eine Sparkasse oder wie eine Bank? Wir haben kein Geld mehr. Verzieh dich, sonst nimmt die Polizei dich noch mit. Hä, seid ihr gerade in einer Comedy-Show oder was? Ich sehe doch dahinter euch Geld. Wollt ihr das nicht rausrücken? Ich mein's ernst. Wenn ihr mir nicht langsam das Geld gebt, ich mach ernst. Ich warne euch nur noch ein letztes Mal. Hä, was? Das ist doch kein Geld. Das ist Monopoly-Geld. Das ist doch kein echtes Geld. Mach doch, was du willst. Wir haben hier kein Geld. Ja, ist okay. Ich merke mir das. Kein Problem. Bitte hören Sie auf, hier unsere Bank zu belästigen. Unsere Mitarbeiter haben die Wahrheit gesagt. Wenn Sie nicht rausgehen, werde ich Sie eliminieren. Also verschwinden Sie, Sie Verrückter. Jetzt werde ich noch von diesem Eisengolem-Polizisten beschimpft. Ey, wisst ihr was? Ihr habt doch alle einen Knall, ey. Ich weiß ganz genau, was ihr meint, Villager. Kein Problem. Aber genau für diese Fälle bin ich natürlich bestens vorbereitet, denn ich weiß ganz genau, dass die das Geld wahrscheinlich nicht hier irgendwo locker liegen haben. Wir werden uns mal ein bisschen hier umschauen, denn ich habe auch für diese Fälle beim Schmied was ganz Besonderes vorbereitet. Wir sehen natürlich, dass das ganze Gebäude hier mit Kameras bewacht ist. Die werden wahrscheinlich ihr ganzes Geld unten irgendwo im Lager haben. Und ich sehe auch zwei Polizisten mit Waffen und eine, ja, Tür, die versperrt ist mit einem Schloss. Das heißt, das Schloss müssen wir auf jeden Fall gleich knacken. Ich denke mal, die haben sogar Werkzeug dabei, die Polizisten, wenn ich mir ihre Taschen da anschaue. Das ist doch, glaube ich, so ein Codeknacker an der Seite da von der Hose. Okay, also, Plan wäre, Freunde, wir müssen auf jeden Fall hier in die Hintertür vom Gebäude rein und irgendwie unauffällig. Das wäre auf jeden Fall ganz wichtig. Okay, ich werde mir jetzt einfach mal meine Ausrüstung besorgen. Das Ganze ist nicht zu empfehlen und nicht nachzumachen, aber ich fühle mich gezwungen, weil die ganzen Villager, schaut euch sie mal an, die sind alle super, super traurig und ich meine, viele davon können bald ihr Haus nicht mehr bezahlen, haben im Zweifel nichts zu essen und deswegen will ich denen natürlich helfen. So, aber wo ist denn jetzt hier eigentlich dieser Schmied? Weil der Schmied
hat einen versteckten Raum. Das wissen viele nicht. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz hier orientieren. Ich glaube, der müsste hier vorne sein. Ich habe das mit dem Schmied ausgemacht, dass ich für den Fall der Fälle auf diese eine Kiste zugreifen kann. Deswegen, Leute, schreibt auf jeden Fall mal jetzt das Datum in die Kommentare, weil das Passwort von dieser Kiste, genau hier unter der Lava, ist nämlich der heutige Tag. Und heute haben wir ja den 8.10.2023. Das heißt, wenn ich jetzt hier hereinschreibe, 8.10.2023, genauso geschrieben, wir bestätigen das Ganze, dann haben wir hier unsere Spezialausrüstung drin. Oh mein Gott, Leute, das wird jetzt hier eine Aktion. Okay, wir haben Rauchgranaten und wir haben auf jeden Fall auch noch hier vorne was zu essen. Alter Schwede, was wird das hier für eine Mission? So, Essen nehme ich natürlich auch mit. So, hier haben wir Essen in der Kiste, perfekt. So, okay, also jetzt kann ich euch so viel sagen, es wird verrückt. Wir packen mal meine Rüstung drauf. So, hier alles natürlich ausrüsten, Freunde. Oh mein Gott, wir sehen schon aus wie ein echter Experte in unserem Gebiet. Schaut euch das mal an. Okay, und ihr habt schon gesehen, ich habe eine Sniper am Start. Diese Sniper müssen wir allerdings erstmal etwas modifizieren, denn wir müssen irgendwie die Polizei von diesem Eingang oder Ausgang, wie man es nennen möchte, weglocken, weil wenn wir dort reinrennen, die wird uns auf jeden Fall aufhalten und dann fällt alles auf und dann können wir den Villager nicht mehr helfen. Das heißt, mein Plan war, ich muss einmal ganz kurz mir diese Waffe hier schnappen. So, und jetzt sehen wir schon, Magazin ist auch schon drin. So, okay, was machen wir jetzt hier herein? So, einmal brauchen wir eine andere Sicht. So, zack. So, Schalldämpfer ist schon drauf. Hier sieht man es, den Schalldämpfer vorne packe ich drauf, damit man auch diesen Schuss nicht zu krass hört, wenn ich dann die Polizisten eliminiere. So, und jetzt, was darf auch nicht fehlen? Unser Teleskop, damit ich auch näher ranzoomen kann. So, und deshalb packen wir das jetzt hier auch drauf. Zack. Und jetzt sehen wir schon, können wir auch ein bisschen näher ranzoomen. Und unsere Sniper ist nicht allzu laut. Wir können auch, ich zeige euch das einmal, so sieht die jetzt nämlich aus von der Seite. Wir können jetzt nämlich einfach mal weggehen. So, zack. Und müssen jetzt nämlich schauen, ob das hier auch alles so funktioniert. So, einmal ganz kurz aufladen. So, und ich teste es einmal ganz kurz hier hinten bei einem Schaf. So, und geht das? Ja, Leute, wir haben getroffen. Okay, wir haben getroffen. Okay, okay, okay. So, wir nehmen natürlich unser Diamantschwert in die Hand. Haben hier auch noch, wahrscheinlich habt ihr es gesehen, Rauchgranaten. Denn mit diesen Rauchgranaten, ich zeige euch das einmal ganz kurz, ich werfe sie einmal hier hin, so, können wir nämlich die Kameras außer Gefecht setzen. Dann können wir nämlich die Kameras, ja, benebeln und so kann uns die Kamera nicht sehen und wir können sie kaputt machen. Okay, also Plan ist jetzt einmal ein bisschen abseits zu laufen und erstmal die Polizisten zu beseitigen. Eine Ewigkeit später. So, ich bin jetzt schon relativ weit abseits, Freunde, und ich muss mir das jetzt hier irgendwie bequem machen auf dem Baum. So, wir sehen da vorne auf jeden Fall die beiden Polizisten. Ich lege mich jetzt hier mal auf den Boden, nehme schon mal die Waffe hier in die Hand. So, und jetzt, so, zack, einmal hinlegen. Okay, Freunde, wir sehen da vorne ist eine Kuh. Ich will die Kuh jetzt aber nicht töten, ich will nur den einen Typen töten. So, beziehungsweise zwei. Bitte, Kuh, geh zur Seite. Ich würde sagen, wir zählen genau runter, Freunde. Lasst nochmal schnell ein Like da, damit wir auch nicht verzielen. So, 3, 2, 1 und go. Wir haben nicht getroffen? Was? Wir haben verzielt? Ich glaube, es hat keiner bemerkt. So, ich habe mich jetzt nochmal zurückgezogen zu einer anderen Seite. So, und würde sagen, jetzt vielleicht haben wir hier von diesem Baum eine etwas bessere Sicht. Okay, Leute, jetzt aber wirklich, jetzt müssen wir aufpassen. So, 3, 2, 1... Ja, der erste ist down. Okay, 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 okay. Der hat auch nichts gesehen. Und jetzt der zweite. Ja, okay, es hat geklappt, Freunde. Es hat geklappt. Okay, okay, okay. So, Sniper wegpacken. Und jetzt heißt es schnell agieren. Wir müssen sehr, sehr schnell sein. Und zwar Rauchgranate werfen und sofort Sicherheitskameras abbauen. So, weil bevor wir entdeckt werden, das wäre gar nicht gut. Also einfach diese Kameras weg. So, ich werfe sofort die Rauchgranate. Und jetzt... Oh Gott, das war, glaube ich, zu hoch. Oh, das war falsch. Nein, Freunde, ich bin ein bisschen nervös. Und jetzt, komm. So, beide. Alles, was wir haben. So, ja. Komm. Das ist gut. So, und jetzt bauen wir nämlich diese Kamera einfach ab hier vorne. So, zack. Bauen wir ab. Sehr schön. Und wir sehen einfach mal, Kameras sind abgebaut. Dadurch, dass ich den, Block abgebaut habe. Zack. Okay, Freunde. Also, wir sind jetzt hier schon mal sicher und werden nicht gemerkt. Was passiert jetzt hier? Wir haben nämlich
nicht. Wir sehen es schon, ein Problem. Und zwar ist das Problem, ich tarn mich mal ganz kurz hier als Polizist, damit das hier nicht so auffällt, Freunde. So, zack. Ich hab ja die Polizeiausrüstung von denen gedroppt bekommen. So, jetzt sehe ich auf jeden Fall schon mal aus wie so ein Polizist, der hier bewacht. Also schon mal sicherer unterwegs. Das Problem ist jetzt nur, das Ganze ist hier verschlossen und ich weiß, dass wir den Code hier auf jeden Fall knacken können mit diesem Knackgerät. Das heißt, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall versuchen, die Federn einzudrücken. So, ich versuche es mal aus. Das ist der falsche gewesen, weil er muss einrasten. So, gucken wir weiter. Hier auch nichts eingerastet. Wieder nichts. Der ist eingerastet. Jetzt hat's geklappt, Freunde. Man hat's gesehen hier. Okay, also muss ich jetzt... Den zweiten habe ich gefunden. Ich muss alle Federn irgendwie hochdrücken in einer bestimmten Reihenfolge. So, der nächste. Drei fehlen noch. Zwei fehlen noch. Einer fehlt noch. Und es hat geklappt. Es hat geklappt. Es ist offen. Es hat geklappt. Wir haben es geschafft, das zu knacken, Leute. Sehr schön. Sehr schön. Okay, dann können wir das jetzt hier auch zur Seite packen. So, Rauchgranaten nehme ich jetzt hier nochmal mit. Besser. Und dann gehen wir mal hier nach unten, in den geheimen Keller, wo angeblich das Geld gelagert werden soll. Alter Schwede, was ist denn das für ein geheimer Raum? Boah, das haben die aber echt sicher bewacht. Und ich darf auf keinen Fall durch diese Laser gehen, das steht fest. So, ich würde sagen, Freunde, wir machen Folgendes. Ich muss jetzt hier einmal durchkriechen. So, bloß aufpassen, dass ich nicht irgendwie hier in diese Fallen komme. So. Eieieiei, die haben sich aber hier echt Mühe beigegeben. So, bloß vorsichtig. Sonst ende ich noch wie dieser Typ, der hier an der Wand hängt. So, einmal aufstehen. Hier sehen wir nämlich sogar Skelette, die einfach mal an der Wand hängen. Uiuiui, okay, jetzt hier einfach rüberspringen, hätte ich gesagt. So, okay, wieder runterkriechen. Damit wir auch nicht die Laser hier berühren. So, hier auch wieder runterkriechen. Zack. Und dann einmal aufpassen auf diese Falle, dass die hier nicht auslöst. Okay, jetzt müssen wir einmal hier ein bisschen Schwung nehmen und hier rüberspringen. Zack. Oh, jojojojo, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. So, hier anscheinend die Tür ist geöffnet. Okay, ich mach die mal lieber hinter mir zu. So, zack. Okay, denn hier geht es weiter. Hier haben wir ganz viel Lava am Start. Okay, bei Lava müssen wir auch aufpassen. Auf keinen Fall hier Lava berühren, weil das kann echt sehr, sehr warm werden. So, zack. Hier weiter entlang. Hier weiter entlang. Alter Schwede, also diese Lava ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Weil, wie gesagt, wenn man einmal diese Lava berührt, dann hat man ein sehr, sehr warmes Problem. So, zack. Hier auch weiter. Aber wir halten uns gut. Wir haben noch kein Mal bis jetzt die Lava berührt. Okay, dann haben wir fast das Ende erreicht, glaube ich. Oder ja, wir sind fast am Ende. So, zack, zack. Wir wollen, wie gesagt, den Villagern all ihr Geld geben. So, ich werde das wahrscheinlich dann einfach in den Boden reinwerfen oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Aber jeder Villager soll auf jeden Fall sein Geld wiederbekommen. Okay, aber noch habe ich ja hier keinen einzigen Cent gesehen. Und wir sind, glaube ich, das ist er. Das ist der Raum. Hier lagern sie wirklich das ganze Geld in diesen goldenen Regenbogentruhen. Okay, das heißt einfach rein. Oh nein, was kann denn das Passwort jetzt sein? Oh, 1, 2, 3 vielleicht? 1, 2, 3? Nee, 1, 1, 2? Nee. Was kann das denn sein? 1, 1, 1, 1, 1, ganz viele Einsen. Das heutige Datum, 8.10.2023. Auch nicht. Was soll es denn sein? 1, 2, 3, 4. Freunde, wir sind doch so weit gekommen. Das kann jetzt nicht daran scheitern. Vielleicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, es hat geklappt. Oh, und das sind Kameras, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich nicht gesehen. Okay, aber wir haben noch Rauchgranaten, Freunde. Kein Problem. Das heißt, ich öffne einmal die Tür und werf sofort eine Rauchgranate rein, dann müsste es eigentlich funktionieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, zack. Oh ja, ja, komm, komm, komm. Und jetzt hier zwei Rauchgranaten geworfen. Und ja, sie sind ausgelöst, ausgelöst, ausgelöst. Jetzt schnell, 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 schnell. Okay, okay, okay. Und so, und erste Kamera ist ab. Oh Gott, wo ist denn die andere Kamera? Ich sehe hier nichts. Da ist sie. Und bam, ab. Okay, beide Kameras sind auf jeden Fall weg. Beide Kameras sind weg, Freunde. So, sehr schön. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier ein bisschen Zeit, aber wir sollten uns auch nicht zu viel Zeit lassen. Und hier haben wir tatsächlich das ganze Geld drin. So, wie ich es vermutet habe. Das nehmen wir mit, Freunde. Das Problem ist nur, mir fällt gerade auf, ich habe mein Inventar ist ja super voll. Oh, wie soll ich denn das jetzt machen? Ich kann doch gar nicht alles mitnehmen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich nehme auf jeden Fall so viel mit, wie ich nur kann. Und ich werde denen, weil sie lügen, diese Kisten einfach mal kaputt machen. So, kann ich die nicht so machen? So, zack.
Ah, nee, das klappt leider auch nicht. Okay, 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 egal. So, warte, wir bauen jetzt einfach mal ab mit dem Blitzen. So, zack. Und ja. Nein, ich hab den Inhalt kaputt gemacht. Okay, jetzt nicht nochmal. So, zack. Okay, das funktioniert, wenn ich da mit dem Blitzen drauf haue. So, also mit dem Blitz einmal drauf und zack. Okay, mit dem Blitz drauf. Zack. Mit dem Blitz drauf. Zack. Das funktioniert auf jeden Fall gut. So, oh nein, der ist ein bisschen weggegangen. Hör, da ist ein Rucksack. Da ist ein Rucksack. Perfekt, Freunde. Wenn ich diesen Rucksack nämlich in der Hand halte, seht ihr, kann ich deutlich, deutlich mehr mitnehmen. Ich kann alles einfach mal mitnehmen. So, dann jetzt nochmal zack. Oh ja, Leute, oh ja. Die Villager, die werden sich auf jeden Fall freuen, wenn die das hier sehen. Es hat alles geklappt, es hat alles geklappt. Nein, Polizeisirenen. Oh Gott, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, Freunde? Okay, 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 es gibt nur eine Wahl. Wir müssen uns hier auf jeden Fall irgendwie anders herausbauen. Weil wenn ich jetzt den ganz normalen Ausgang nehme, dann werden sie auf jeden Fall dort auf mich warten. Das kann ich auf keinen Fall machen. Ich werde mich jetzt hier einfach irgendwie seitlich herausbauen. Ist mir egal. Okay, jetzt noch die letzten Schritte, Freunde. Dann sind wir auf jeden Fall draußen. Ich glaube, wir sind jetzt hier sicher, oder? Oh mein Gott, da ist wirklich die Polizei. Schaut euch das an. Ich werde jetzt auf jeden Fall in Ruhe lassen. Aber wir sehen, die Polizei hat schon da vorne alles abgesperrt. Oh, Gott sei Dank, Freunde. Haben wir es noch geschafft, hier rechtzeitig das ganze Geld mitzunehmen. Und wir geben das jetzt natürlich den Villagern wieder zurück. Genau, ich werde einfach eine Bank eröffnen in der Stadt oder sowas. Weil, ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass die ganzen Villager kein Geld mehr haben. Okay, ich werde das allerdings ganz unauffällig machen in der Kirche oder so. So, jetzt noch die letzten Geldblöcke hier einmal hin tun. Okay, hier noch etwas Geld hin. So, wir stapeln es schon gefühlt überall. Aber ich glaube, die Villager werden sich freuen, Freunde. Okay, Rucksack kann ich jetzt auch wegpacken. Hier ist dann das ganze Geld gelagert, was diese bösen Typen von der Bank einfach mal weggesperrt haben. Und ich würde sagen, ich teile es einfach mal jetzt den lieben Villagern mit, weil die warten schon ganz gespannt. Na, Hallihallöchen, habt ihr auf mich gewartet, meine lieben Freunde? Na, und wie wir das gemacht haben, Pat, konntest du irgendwas machen? Hast du es geschafft, das Geld wieder zu bekommen? Natürlich habe ich das. Ich meine, schaut doch einfach mal selbst, was ich hier gezaubert habe, wie viel Geld hier drin ist. Hahaha, Pat, dass du das schaffst, hätten wir wirklich nicht gedacht. Wow, danke schön. Ich muss endlich, kann ich meinen Kindern wieder was zu essen kaufen. Na, aber gerne doch. Ich freue mich doch immer, wenn ich meinen Villager-Kollegen helfen kann, ne? Ich hoffe, ihr bedient euch jetzt alle, damit diese Bank kein Geld mehr hat. Wir sehen, da vorne ist jetzt auch nur noch ein Eisengolem. Okay, gut. Mission erfolgreich erfüllt, würde ich dazu mal sagen. Deshalb würde ich sagen, jetzt aber nichts wie ab nach Hause. Ich bin nämlich hier so um die Ecke. Schauen, sehen, wie der Villager versteckt sich einfach im Haus und hat da in dieser Kiste seine Emeralds gelagert. Aber wie kommen wir in das Haus, ohne richtig aufzufallen? Ich würde sagen, wir warten erstmal ab, bis der Villager rausgeht. Und da der Villager jetzt einfach mal abgehauen ist, habe ich mir eine spezielle Technik überlegt. Und zwar geheime Bücherregale. Ich ersetze jetzt nämlich die innere Wand einfach mal hier mit Bücherregalen und so sind wir tatsächlich in der Lage, immer hier durchzukommen, ohne aufzufallen. Denn natürlich kann ich jetzt hier einmal reingehen, aber ich möchte ja hier immer reinkommen. Nehme ich jetzt hier einmal meine geheime Fähigkeit, und zwar so Bücherregale. Und wenn ich die Bücherregale jetzt hier platziere, haben wir einfach mal 100% unsichtbare Eingänge, indem ich hier ein Buch reintue. Leute, wie verrückt ist das denn? Wir können einfach auf diese Art und Weise immer zum Villager rein und raus gehen. So, und dann würde ich sagen, Freunde, wir machen das Ganze hier nochmal ein bisschen zu, damit es auch nicht so auffällig ist. Hier, zack, so. Und wenn wir jetzt hier einmal die Bücherregale reintun und, beziehungsweise das Buch hier reinpacken und dann hier die Emeralds rausnehmen, können wir ganz schnell reingehen und wir können auch wieder das Buch wegnehmen und auch flüchten. Und so kommen wir an die Emeralds, richtig geil. Aber was könnte denn der zweite Weg sein? Denn wir wollen doch immer noch unauffällig dort hereinkommen. Und deswegen habe ich mir noch mal eine andere Sache überlegt. Und zwar hier im Berg. Wenn wir jetzt nämlich hier im Berg sind, kommt ja früher oder später hier diese Steinblöcke. Und diese Steinblöcke werden wir jetzt nämlich nutzen. Denn diese Steinblöcke werden jetzt zu unserem Freund. Denn wir machen Folgendes. Nachdem wir das hier alles hier weggehauen haben, können wir ganz einfach eine Stone Trapdoor platzieren. Zack, und ihr seht schon, wie aus dem Nichts kann ich diese jetzt einfach mal öffnen. Zumindest wenn ich die richtige Position habe. Ja, da ist die richtige Position. Zack, das heißt, wir können jetzt hier theoretisch immer und jederzeit herein. Und wir können es natürlich auch schließen. Wenn ich mal den richtigen Winkel hier erwischen würde. Ich habe mir jetzt einfach mal diese Seite hier ausgesucht. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier nämlich einmal mit meinem Schlüssel draufklicke,
Dann kann ich das eigentlich öffnen. Ich weiß jetzt nur nicht, von welcher Seite das Ganze funktioniert. Ah ja, okay, es geht von hier. So, und jetzt können wir uns einen Weg unterirdisch dorthin bauen. Mein Gedanke war nämlich, dass wir hier so Leitern platzieren und das Ganze so ein bisschen nach unten machen, sodass wir auf jeden Fall deutlich unterm Boden sind und dann eine Verbindung aufgebaut haben zum Villager-Haus. So, das heißt jetzt hier entlang, zack. Sehr schön. Und die Möglichkeit ist super simpel, denn ich habe hier einfach mal eine unsichtbare Tür hin platziert. Wir sehen, wenn ich neben diesem Grasblock oder neben diesem Gras generell Rechtsklick mache, einfach so auf den Boden, zack, dann sehen wir, wenn wir den richtigen Winkel erwischen, teleportieren wir uns einfach durch den Boden. Und so kann man natürlich perfekt flüchten, wenn man gerade vielleicht gejagt wird. Dementsprechend war meine Idee folgendes. Wir haben ja in seinem Haus heimlich schon einen Tunnel verlegt, was der Villager ja nicht weiß. Und wenn wir jetzt hier in dieses Haus nochmal hereingehen, dann platziere ich jetzt hier noch einmal eine Reversed Door, also eine umgedrehte Tür. Und diese umgedrehte Tür ermöglicht uns eine sehr spezielle Sache. Wenn wir jetzt hier Rechtsklick drauf machen, sollten wir eigentlich auch mit der Hilfe hier durch den Boden durchkommen. Aber das will jetzt gerade irgendwie nicht funktionieren, warum auch immer. Ah, okay, das liegt daran, weil hier noch ein Block drunter ist. Das macht natürlich dann dementsprechend Sinn. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Testen wir es mal aus im Survival-Modus. Denn das heißt, wir könnten so die Emeralds schön aus der Kiste nehmen und dann einfach mal hier Rechtsklick drauf machen und dann uns aus dem Staub machen. Zumindest so die, so der Plan. Also probieren wir es mal in der Praxis aus, denn wir gehen jetzt hier hin, nehmen ein paar Emeralds mit. Zack, zack, zack. Und jetzt drücken wir drauf, Leute. Zack. Und wir sehen, okay, irgendwie will er hier gerade noch nicht so ganz. Also es funktioniert auf jeden Fall nicht so, wie ich mir es eigentlich vorgestellt habe. Okay, da der Plan mir einen Strich durch die Rechnung macht, werde ich einfach jetzt hier, Leute, einen anderen Tunnel graben. Also ich muss hier einfach nur Rechtsklick drauf drücken. Schon kann ich einfach mal hier durchlaufen. Und den restlichen Teil werde ich einfach nochmal ein paar Leitern platzieren, sodass wir dann auch hier in dem Tunnel landen von gerade. Und dann können wir hier ganz entspannt rumlaufen und kommen auch wieder zum Steineingang, den wir hier gerade erbaut haben. Die nächste geheime Methode ist die Cloud Door, denn damit kann ich einfach mal durch Wände laufen. Wir sehen schon, hier ist eine ganz normale Wand. Wenn ich jetzt hier diese Cloud Door hin platziere, dann verschwindet einfach mal die Wand. Allerdings nur, wenn ich durchlaufe, denn ansonsten müsste sie eigentlich wieder erscheinen. Also eigentlich sollte sie wieder erscheinen. Das ist jetzt gerade sehr, sehr merkwürdig, warum das nicht funktionieren will. Aber, lol, okay. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu nah vielleicht. Wir versuchen es einfach mal dort aus, Leute. Wir müssen uns erstmal natürlich einen geeigneten Platz suchen am Haus des Villagers. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch mit Fensterscheiben geht, weil das wäre natürlich sehr, sehr nice. Gucken wir mal nach. Und geht es mit Fensterscheiben auch? Nein, es scheint mit Fensterscheiben nicht zu funktionieren. Dann machen wir das nochmal hier auf dieser anderen Seite. Hier, zack. Und, oh ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Dann können wir jetzt hier theoretisch die ganzen Emeralds klauen. Und wenn ich jetzt wegrenne, kommt die Tür dann auch wieder. Weil irgendwie bleibt die Tür da. Beziehungsweise das bleibt da so verschwunden. Das soll eigentlich nicht so sein. Also eigentlich müssten da wieder die Blöcke platziert werden. Ja, ich würde einfach mal sagen, das ist nicht unbedingt der beste Weg, um dort einzubrechen. Geht zwar schnell, ne, an sich, aber da müsste auch eigentlich wieder hier ganz normal die Blöcke erscheinen, was mich gerade ein bisschen wundert. Aber, naja, dann ist es halt so. Hat der Villager wohl immer ein Loch im Haus. Kann ich nichts tun. Nächste Möglichkeit, wie wir uns schnell aus dem Staub machen können, Freunde, ist einmal die vertikale Rail. Ein Favorit von mir, denn wir sehen hier, haben wir sie schon im Inventar. Und zwar können wir einfach mal, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, sagen wir mal hier, rauben wir jetzt gleich etwas aus, sondern können wir einfach ganz normale Rails, also Schienen, erstmal hier platzieren. So, das ist ein ganz normaler Weg. Aber was jetzt nicht so ganz normal ist, ist das hier, dass wir nach oben bauen können. Denn wir sehen schon, oh mein Gott, wir können diese Rails einfach mal nach oben machen. Und das ist wirklich super, super verrückt. Denn ich kann dann hier wieder ganz normale Schienen platzieren und dann mich zum Beispiel in ein Loch zurückziehen. Zum Beispiel hier. Und hier können wir dann so ein kleines Lager machen, wo wir dann die ganzen Sachen reinpacken. Zum Beispiel hier so, zack. Das heißt, der Villager kommt uns auf jeden Fall nicht hinterher. Und hier können wir dann theoretisch unsere Sachen reinpacken. Frage ist nur, wie wir dann herauskommen. Aber das ist eine andere Sache. Ich würde sagen, wir probieren das doch einfach mal ganz schnell aus. Natürlich brauchen wir auch eine Powered Rail. Das wäre auch nochmal ganz gut. Und
Dann können wir nämlich sofort hier durchstarten, Freunde. Zack. Am besten würde ich sagen, so. Immer das Minecart natürlich nicht zu vergessen. Und jetzt müsste es doch eigentlich schon funktionieren, oder? Jetzt und jawohl, wir gehen nach oben. Oh mein Gott, wir sehen richtig, richtig verrückt. Und langsam aber sicher fallen wir dann ins Loch. Zumindest war das der Plan. Okay, ich kann dann also auch aussteigen und hier runterspringen. Auch kein Problem. Also richtig nice. Das heißt, in der Praxis würde es so aussehen, ich habe dann hier meinen Minecart. Und im Normalfall kann ich dann einfach jetzt hier hereingehen durch die Tür und hol mir dann schnell ein paar Emeralds. Oh mein Gott, Leute, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Und dann möchte ich natürlich möglichst schnell wieder flüchten. Das heißt, ich gehe einmal wieder ums Haus herum, platziere hier schnell ein Minecart oder nehme das Minecart, was hier schon steht und dann einmal Abfahrt, Leute. Oh Gott, jetzt habe ich den Knopf hier leider verfehlt. So, oh nein, oh Gott, was mache ich denn hier? Das ist ja jetzt hier gerade gar nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. So, und jetzt aber... Ey, warum dreht das Minecart immer? Leute, in der Praxis wäre ich auf jeden Fall schon achtfach angehalten worden vom Villager. Und jetzt aber, oh mein Gott, jetzt aber. Mal nach oben, bitte. So, und jetzt aber. Oh, let's go, Freunde, let's go. Hier hoch, hier hoch. Hier müssten wir eigentlich auch noch eine Powered Ray platzieren. Und sonst kommen wir immer etwas zu früh zum Stoppen. Können dann hier runter einfach die Emeralds hier in der Kiste schön lagern. Und schon sind wir definitiv sicher. Mein nächster Favorit ist einfach mal ein Garagentor. Leute, wir werden hier ein Garagentor platzieren neben dieser Kirche. Und das Lustige an diesem Garagentor ist, wir können es natürlich ein- und ausfahren. Zack. Also es sieht super, super verrückt aus. Genauso verrückt wie dieser Boden hier vor der Garage. Und hier werden wir uns dann zurückziehen, wenn wir einfach mal die Emeralds geklaut haben. Das heißt, wir können hier ganz normal das Garagentor erstellen. Zack, müssen natürlich auch ein Dach haben, denn irgendwie müssen wir hier sicher sein, dass hier keiner mehr hereinkommt, nachdem wir die Emeralds weggebracht haben. Ich denke mal, so soll das passen. Zack, so Garage ist wieder einwandfrei. Hier nochmal ganz kurz das so machen. Perfekt, Leute, das heißt, ihr seht, jetzt können wir eigentlich eine Kiste hier platzieren und sollten dann eigentlich sicher sein. Vielleicht die Scheiben nochmal entfernen, damit man uns da auch nicht sehen kann. So, zack. Und ja, Garagentor ist zu. Hier sind wir auf jeden Fall sicher. Das heißt, in der Praxis wird das so ablaufen. Ich bin hier wieder ganz entspannt im Survival-Modus. Zack. Lauf hier ein bisschen durch die Gegend. Schau, welcher Villager gerade vielleicht aus dem Haus herausgelaufen ist. Und zum Beispiel hier. Okay, geh hier herein. Hol mir die Emeralds ab. Auf entspannt. Und wenn wir dann hier herausflüchten. Und jetzt kann ich hier von dieser Garage einfach mal wegflüchten zur Kirche. Und in dieser Kirche ist ja, wie gesagt, das Garagentor, Leute. Richtig, richtig nice. Und hier verstecken wir dann einfach mal die ganzen Emeralds, die der böse Villager sich ergaunert hat. Also richtig gut. Der nächste Trick hat etwas mit Abkürzung zu tun. Und zwar sehen wir schon Gender Reveal Party. Was wir damit nämlich machen können, ist im ersten Moment super simpel. Ein Geschenk. Aber das ist nicht irgendein Geschenk, Freunde. Sondern es ist einfach mal ein Geschenk, welches für Horror sorgt. Denn wir sehen, oh mein Gott, Leute, alles geht in die Luft. Also damit ist auf jeden Fall nicht zu spaßen. Das heißt, wenn ich dem Villager so ein Geschenk in sein Haus reintue, wird er damit beschäftigt sein, irgendwie dieses Feuer hier zu löschen. Also haben wir sehr viel Zeit, um einfach mal das komplette Haus auszurauben. Und das machen wir jetzt mal. Also wir bringen jetzt hier in sein Haus ein paar Geschenke herein. Und dann muss er natürlich auch in das Haus hereinkommen. So, das heißt hier, hier und vielleicht hier noch. So, dann haben wir drei Geschenke. Ich denke mal, das sollte ausreichen. Okay, dann warten wir mal ab, ob er kommt. Und wenn er kommt, dann schlagen wir auf jeden Fall zu. So, jetzt heißt es natürlich auch ein bisschen abwarten und geduldig sein. Denn er muss natürlich auch erstmal hier reinkommen in das Haus, ne? Deswegen warten wir mal ein bisschen ab. So, und ich glaube, ich habe da was gehört. Ah ja, da ist er, der Villager. Okay, okay, sehr, sehr nice. Ich gucke mich jetzt hier natürlich ein bisschen um. Ist natürlich verwundert über die Geschenke hier, die einfach so im Haus sind, ne? Ist ja auch nicht gang und gäbe, dass einfach Geschenke im Haus sind. Aber bin ich mal gespannt. Oh Gott, es hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Oh Gott, und er ist irgendwo unten. Er ist irgendwo unten anscheinend. Alter, oh mein Gott, hier geht alles in die Luft. Alles geht in die Luft. Was? Was? Oh mein Gott, er flüchtet einfach. Oder was macht er? Er haut einfach ab, oder was? Lol.
Also er hat sie anscheinend einfach aus dem Staub gemacht. Das heißt, mehr Emeralds für uns, Leute. Die sind nämlich hier noch heil geblieben anscheinend. Ja, das Haus ist jetzt komplett durch den Wind. Wenn wir uns das hier mal anschauen, ist wirklich gar nichts mehr übrig geblieben. Wobei, ein Geschenk hätte er noch öffnen können. Okay. Aber das heißt, wir haben hier diese wunderschönen Emeralds. Und das ist doch sehr, sehr gut. Die nächste Möglichkeit sind einfach mal unsere wunderschönen Bassboxen. Denn diese Bassboxen haben es ordentlich in sich. Die sehen eigentlich super süß aus. Und Leute, Musik. Ihr könnt ja mal euer Lieblingslied in die Kommentare schreiben. Musik liebt doch wirklich jeder. Aber nicht diese Boxen, denn diese Boxen, wenn sie einfach mal bepowert werden, dann hauen sie einen eigentlich komplett weg. Anscheinend funktioniert es allerdings nur mit Redstone. Deswegen nehmen wir mal diesen Block. Oh Gott, wir sehen schon, Leute. Oh mein Gott, wie weit werden wir denn weggehauen? Der Bass ist so krass, dass wir einfach mal durch die Gegend katapultiert werden. Es ist so verrückt, Leute. Und das werden wir jetzt einfach mal ausnutzen. Und zwar machen wir Folgendes. Natürlich ahnt ein Villager nicht, was jetzt hier Böses abgeht. Aber wir machen das folgendermaßen. Wir schnappen uns dieses Haus. Und dann hoffe ich mal, dass hier gleich ein Villager reingeht. Denn wenn dieser Villager dann hier rausgeht und dann hier diese Boxen entdeckt, wird er einfach mal komplett durch die Gegend geschleudert. Am besten bräuchte ich hier nochmal Redstone. Dann machen wir das mal so. Zack, Redstone. Und, also ein Redstone-Block und zack, 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 Leute. Oh mein Gott, der Villager wird gleich so lost sein. Der Villager wird gleich sowas von lost sein, wenn er da wegkatapultiert wird. Ich würde sagen, wir platzieren mal kurz eine versteckte Kamera. So, ich glaube, ich habe da wieder was gehört. Zumindest ist eine Tür zugegangen und da kommt schon ein Villager, glaube ich, oder? So komisch. Was ist das denn, denkt er sich wahrscheinlich. Was ist das denn, denkt er sich? Okay, aber er platziert wohl erstmal so eine Kiste da. Okay, ich denke mal, der platziert da bestimmt seine Emeralds oder sowas rein. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber ich glaube nicht, dass der das lange mit sich machen lässt, diese komische Bassbox. Er guckt sehr skeptisch. Oh, wurde schon ein bisschen zur Seite geschleudert. Ne, auch schon wieder ein bisschen zur Seite geschleudert. Was ist das? Er kann es auch nicht kaputt machen. Er kann es anscheinend nicht kaputt machen. Lol, oder? Oder? Oh Gott, jetzt wurde er einfach mal in die weite Welt hinaus gesteuert. Und was macht er jetzt? Jetzt rennt er weg. Er rennt weg, Leute. Er rennt einfach weg. Was? Ich meine, gut, dass ich weiß, wie man diese Bassbox deaktiviert. Allerdings, Freunde, sag, wir sehen Emeralds einfach mal mitnehmen. Schön. Perfekt. Einfacher ging es ja wirklich nicht. Also, Leute, Gott sei Dank hat die Musik uns einfach mal gerettet. Die nächste Sache gehört definitiv zu meinen Favoriten, denn wir haben hier einfach mal die Betttür. Das heißt, wir sneaken uns herein in das Haus von einem Villager. Und hier haben wir das ganz normale Bett. Das ersetzen wir einfach mal und platzieren dieses Bett hier hin. Auf dem ersten Blick ein ganz normales Bett. Aber auf dem zweiten Blick... Oh mein Gott, wir können hier einfach drunter. Und das heißt, wir können uns das Leben einfach machen. Wir können nämlich einfach mal hier ebenfalls ein paar Leitern platzieren. Zumindest ist das der Plan, wenn das jetzt hier mal funktionieren würde. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. So, einmal hier hoch. Hallo? Hallo? Also ganz normal hier die Leitern platzieren, wie ich euch das schon gesagt habe. Und dann können wir uns theoretisch hier einfach herausbuddeln. Unter dem Haus undercover. Okay, hier wollte ich eigentlich nicht landen, in dieser komischen Mine. Ich noch mal ein paar Fackeln platzieren, damit wir auch überhaupt was sehen können. Aber sonst können wir einfach wirklich uns ganz einfach herausbauen. Keinen wird es auffallen und... Theoretisch können wir diesen Bereich hier einfach nochmal mit ein bisschen Erde zudecken. Irgendwie sowas. Also Leute, das bedeutet, wenn wir jetzt hier reingehen, in der Praxis würde es so aussehen. Ich wechsle in den Game Mode Survival und laufe in dieses wunderschöne Haus herein. Dann schnappe ich mir ganz schnell die Emeralds. Zack. Und wenn ich die Emeralds habe, mache ich einfach rechtsklick auf dieses wunderschöne Bett. Tauche hier unter, wortwörtlich. Und dann mache ich das Ganze auch wieder rückgängig eigentlich. So, da ist wieder rückgängig gemacht worden. Und dann können wir wieder hier ganz entspannt uns herausgraben. Denn wir sind ja quasi schon fast an der Oberfläche angekommen. Super einfach, aber auch super unauffällig zugleich. Also mein Favorit. Aber wenn wir schon beim Bett sind, dann kommen wir jetzt mal zu einem Baum. Denn wir können gleichzeitig diesen Baum hier einfach mal pflanzen. Zack. Und dieser Baum ist super unauffällig. Wir können nämlich diesen Baum hier einfach mal anklicken. Denn die spawnen einfach mal so Knöpfe. Genau, wir müssen diese Knöpfe alle in einer sehr schnellen Zeit drücken. Und wenn wir das schaffen, alle Knöpfe hier rechtzeitig zu drücken,
dann heißt es Baumfeld. Und wir können wieder hier in die Mine rein, wo wir vorhin auch schon waren. Das heißt, wir können jetzt theoretisch einfach mal das Ganze umgedreht machen. Wir brechen also quasi über das Bett hier ein und machen das wieder rückgängig. Schnappen uns hier dann die Emeralds, die in der Kiste einfach mal drin sind. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir dann wieder hier heraus durch das Bett. Zack. Und dann ja, können wir dann auch wieder das Bett einklappen lassen. So, jetzt genau. Und dann heißt es einfach wieder hier herausgehen. Also super, super simpel, aber kann man mal machen. Ja, der Baum fällt dann nochmal um. Wir haben aber noch diese besondere Kiste am Start, denn das ist keine ganz normale Kiste. Wir können diese Kiste ebenfalls in das Haus vom Villager platzieren und auch damit können wir ein wenig rumexperimentieren. Wir können nämlich einfach sagen, okay, Kiste kommt hier hin und jetzt, was wir dadurch haben, ist ein, wie nennt man das nochmal? Wenn wir diese Kiste jetzt nämlich öffnen, haben wir einfach mal eine Leiter in der Kiste und da können wir dann einfach mal durch. Also super cool und da wir ja hier schon den Durchgang haben, fällt das auch gar nicht auf. Also wir können hier einfach perfekt unter dem Haus uns reinsneaken und das Ganze können wir auch wieder zumachen. Das heißt, so können wir auf jeden Fall sehr unbemerkt in das Haus rein und rausgehen. Und natürlich können wir auch wieder durch die Kiste hier, glaube ich, heraus, oder? Genau, wir können auch wieder durch die Kiste hier herausklettern. Also super, super simpel. Leute, und seid mal ehrlich, wie nice ist das denn, bitteschön? Wenn man einfach mal so ein paar Emeralds klauen kann, es fällt keinem auf. Wir können es ganz mal wieder zumachen und dann sind wir schon wieder aus dem Nichts einfach mal weg. Aber was war euer Favorit? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Like und Abo nicht vergessen für mehr Videos. Bis dann, Leute, und ciao.